Ja, heute ist wieder ein neuer Tag und ich drehe gerade für euch Videos. Und da ich sowohl beim Friseur nicht viel filmen konnte, als auch bei Google nicht, dachte ich, ich zeige euch einfach das, was ich gefilmt habe. Und ja, erzähle euch einfach was dazu. Und zwar war ich zum einen seit einem Jahr jetzt wieder mal beim Friseur, denn ich schneide mir meine Haare ja selbst und auch meinen Ansatz mache ich selber. Und deswegen war ich nur zum Strähnchen machen da und da habe ich mir die sogenannten Paintings nachgemacht, also nachsträhnen lassen, weil ich habe das genau vor einem Jahr schon mal machen lassen im März. Und ja, das wollte ich jetzt einfach wieder auffrischen und so ein bisschen wieder heller werden in den Längen, als wäre ich im Urlaub gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, ich sehe es auf jeden Fall deutlich, dass meine Längen viel heller sind als vorher und ich finde den Farbton wunderschön und ich weiß auch erfahrungsgemäß, dass das circa nach 1 bis 2 Monaten erst die volle Helligkeit erreicht hat. Das war nämlich letztes Mal auch so, weil bei den Paintings ja nicht nur Bleichmittel oder so drin ist, sondern auch vor allen Dingen eine Farbnuance und die wäscht sich mit der Zeit so langsam leicht raus. Und ja, das heißt, das zu meinen Haaren. Da ging alles gut auf jeden Fall. Und dann war ich hier noch bei Google. Voll cool. Ich war bei Google Zürich. Ich habe mich mega gefreut, weil ich bin ja eigentlich Deutsche. Und ich durfte aber zusammen mit den Schweizer YouTubern zu einem Workshop bei Google Zürich. Und ich habe mich einfach, wie gesagt, mega gefreut. Es waren so viele coole YouTuber da, über die ich mich einfach sehr gefreut hat, dass ich sie kennenlernen durfte. Und ein Foto habt ihr ja auch gesehen auf Instagram vielleicht, zusammen mit der lieben Fashion Puppa. Und liebe Grüße einfach an alle, die da waren und es war richtig cool mit euch. Und danke auch an Google, dass ich kommen durfte, denn wir haben super viel dazu gelernt. Ich fand die Schulung richtig, richtig toll. War vieles Neues für mich auch dabei und ich konnte super viel mitnehmen und ja, ich konnte dort leider aber nicht filmen, was ich sehr schade finde. Aber wenn ihr einfach mal Google Zürich googelt, ja, dann seht ihr ein paar Fotos von dort, was es da so gibt, wie die Rutsche und verschiedene so coole Räume und diese Gondeln, in denen man so kleine Meetings halten kann oder telefonieren kann. Und wir haben auch nicht alles gesehen, weil viele Räume auch einfach für Gäste nicht zugänglich sind, sondern nur für Mitarbeiter. Und das, was wir gesehen haben, wie zum Beispiel das YouTube-Stockwerk, also die ganzen Ingenieure haben wir gesehen, die YouTube mitentwickeln. Und ja, da durfte man halt überall nicht filmen und war aber okay und auch nicht fotografieren. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, es waren einfach Eindrücke, die ich jetzt sammeln durfte, über die ich sehr froh bin. Und ja, ich dachte, ich erzähle euch einfach ganz kurz so, was da so war. Und am Abend haben wir noch zusammen lecker gegessen und dann ging es auch schon wieder zurück. Der Tag war kurz, aber schön. Ja, und jetzt dachte ich mir, ich zeige euch noch was. Ich bekomme ja sehr häufig Produkte zugeschickt. Ist so, als YouTuber und Blogger, da schreibt eine Firma bzw. eine Werbeagentur einmal an, darf ich dir von XY mal Produkte schicken, dann haben sie die Adresse und dann schicken die immer mal wieder was zu, was ab und zu sehr cool ist und manchmal auch einfach zu viel ist. Aber ich zeige euch nicht alles, wollte ich damit sagen, weil ich nicht immer irgendwie so Werbung machen möchte. Aber eine Sache muss ich euch jetzt zeigen und zwar habe ich eine Zusendung bekommen von Benefit und das Grandiose an der ganzen Sache ist, die Oberhammer-Verpackung, also das ganze Marketing drumherum um die Produkte und das zeige ich euch jetzt mal. Also zuerst mal kam das Ganze in dieser mega coolen Tasche. Hier, rundherum so bedruckt und die ist auch voll cool so vom Material her. Fühlt sich irgendwie an wie so Kunstleder oder so Gummi, ich kann es gar nicht genau sagen, da steht auch dann Benefit drauf. Und die hat so lange Henkel hier oben. Und ist innen drin ganz schlicht, also da hat sie jetzt keine Fächer oder so, in so einem Pink. Aber ich finde, das ist so eine coole Shopper-Tasche. Einfach mal, wenn man irgendwo hin muss und mehr transportieren muss. Und das war eigentlich nur die Verpackung für das hier. Das ist mal der Oberhammer. Das ist so ein cooler Koffer. Hier oben mit so einem silbernen Henkel. Und hier vorne kann man das dann so aufmachen. Na, mit einer Hand, jetzt so. Und überhaupt hier an der Seite ist es auch voll cool. Und hier unten hat es wie so Füßchen. Und wenn man das aufmacht, zack, hört ihr schon, klappt es auf. Und wow. Und hier oben ist es dann so mit so einem Band. Und hier kann man das so aufklappen. Und natürlich, wenn man sich jetzt hier in einem Spiegel anguckt, hat man dann logischerweise auch die Rollenwickler auf. Und ja,
Hier, seht ihr, darum geht es eigentlich, um die drei Mascaras. Die kennt man ja schon lang. Ja, und das ist sozusagen diese Neuerrungenschaft hier. Und dann habe ich hier so reingeguckt und dann ist hier noch so Werbekrams. Huch. Und dann hier sind da Rollenwickler drin. Die neue Mascara, die war eigentlich hier drin, die habe ich hier schon so rausgeholt, noch so eine Infobroschüre. Und dann habe ich so gedacht, das ist irgendwie so dick hier vorne, was ist da noch drunter? Dann habe ich das hier so angehoben und dann ist hier noch so ein Band drin. Ich weiß zwar nicht, was man damit machen soll, so mit nochmal dem Mascara-Teil hier. Ja, genau, also so ein Geheimversteck hier. Und dann ist hier unten noch dieses Fach drin mit der Mascara und der Mascara. Voll krass. Aber mega Marketingaktion. Apropos Make-up, ich habe auch mal was Neues ausprobiert. Auch schon Augen mit Violett. Also einfach mal, weil ich trage ja wirklich seit Jahren nur so Bronze, Brauntöne. Und ich dachte mir, heute schon mal was Neues ausprobieren. Was meint ihr dazu? Ist es ein Alltagslook? Schreibt es mal in die Kommentare und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und es hat euch gefallen und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!